Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayern München. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Lukas Klostermann. Das bedeutet auch beste Defensive gegen beste Offensive. Das sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Die Nummer 14, Tyler Adams. Die Nummer 7, Marcel Sabitzer. Die Nummer 44, Kevin Campbell. Christopher Nkunku. Und mit der Nummer 10, Emil Forsberg. Da war die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Lukas Klostermann spielt mit Willi Orban in der Verteidigung. Marcel Sabitzer steht mit Kevin Campbell im Zentrum. Und sie fangen hier mit drei Stürmern an. Ja, die Richtung ist klar. Sie wollen richtig offensiv spielen. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt mit Jerome Boateng in der Abwehr. Und im Angriff sehen wir bei ihnen in dieser Partie einen Zwei-Mann-Sturm. Die Leipziger am Anstoß. Christopher Nkunku. Schöne Aktion. Jetzt Sabitzer. Campbell. Marcel Sabitzer. Christopher Nkunku. Guter Pass jetzt. Tyler Adams. Flanke jetzt. Süle klärt. Süle. Thomas Müller jetzt. Ball fliegt hoch ein. Serge Gnabry. Alaba. Goretzka. Gefährlicher Pass von Goretzka. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt kommt die Ecke. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Gnabry. Und jetzt Müller. Ball bei Gnabry. Alaba. Jetzt die Bayern im Angriff. Macht er das Tor. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Klostermann. Tyler Adams.
Jetzt Sabitzer. Christopher Nkunku. Das ist Forsberg. Tyler Adams. Gute Chance für eine Flanke. Wichtig, er holt den Ball. Thomas Müller jetzt. Mit dem Ball Sané. Sané. Das ist Lewandowski. Lewandowski jetzt. Nur Müller. David Alaba am Ball. Ball bei Gnabry. Alphonso Davies. Die Bayern im Vorwärtsgang. Jetzt Thomas Müller. Sané. Pfosten, aber es geht weiter. Lewandowski. Jetzt David Alaba. Die Bayern mit dem Ballverlust. Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Kevin Campbell. Emil Forsberg. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Unentschieden hier also. Also ich hätte mir hier mehr erhofft. Nullnummer zur Pause, für mich unerwartet. Die Leipziger am Anstoß. Gefährlicher Pass von Goretzka. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Los geht's mit dem zweiten Durchgang. Der FC Bayern am Ball. Alphonso Davies. Alaba jetzt am Ball. Ball ist bei Goretzka. Nicht gut vom Verteidiger. Und jetzt Alaba. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Es ist weiter enorm eng hier, 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. Kommt jetzt die Flanke? Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Forsberg. Campbell hat ihn. Campbell. Dani Olmo. Amadou Haidara. Forsberg. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Serge Gnabry. Neu im Spiel, die Nummer 29, Kingsley Coman. Amadou Haidara. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Dani Olmo. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Lewandowski. Nun David Alaba. Lewandowski.
Sieht gut aus, Lewandowski. Was macht er draus? Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Marcel Sabitzer. Klostermann. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und wieder Dani Olmo. Ja, guter Pass. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Stark aufgepasst. Die Gefahr erstmal vorbei. Jetzt Sabitzer. Kampel ist das mit dem Ball. So langsam wird es gefährlich. Der FC Bayern wieder am Ball. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Endlich fällt hier das erste Tor. Lang genug hat es gedauert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagieren, denn sie müssen reagieren. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Nun Lewandowski. Ballbesitz Alaba. Goretzka. Alaba. Anspiel kommt gut. Bayern München drückt jetzt hier nochmal auf den späten Ausgleich. Boateng jetzt. Das ist Lewandowski. Süle. Goretzka ist es. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Postschuss! Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Amadou Haidara. Sie stehen defensiv einfach klasse, auch heute bei diesem Heimsieg wieder. Da kommt dann selbst eine starke Offensive in Probleme. Zu null gewinnen sie das Ding hier also. Und das war ja nicht das erste Mal, dass die Abwehr so gut funktioniert. Die Leipziger am Anstoß. Gefährlicher Pass von Goretzka. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Endlich! Fällt hier das erste Tor. Lang genug hat es gedauert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagieren. Denn sie müssen reagieren.